Kennen Sie jemanden, der verhaftet worden ist, weil er eine Bierflasche in der Hand hielt? Aber wie ist das hier mit Hanf in allen seinen Formen? Das ist ja Teufelszeug. Deswegen ist es ja auch verboten worden. Falsch. Die Geschichte ist eine ganz andere. In der Nachbarwohnung ist Halligalli, da wird gefeiert, Party, Musik ist laut, alle sind fröhlich, es ist unglaublich was los, toll, total tolle Stimmung. Auf einmal wird die Tür aufgebrochen, man hört es von der Seite, man ist ja als Nachbar natürlich aufmerksam, man hört, wie die Tür aufgebrochen wird. Ein Einsatzkommando der Polizei. Achtung, hier spricht die Polizei! Und alle, die in dieser Wohnung, in dieser Nachbarwohnung, in der Party, während der Feier, eine Bierflasche in der Hand halten, gar aus ihnen getrunken haben, werden festgenommen. Hinterher tuschelt man natürlich. Haben Sie das gewusst? Wussten Sie, dass in der Wohnung Alkoholtrinker drin sind? Ja, doch, ist mal so. Ich dachte immer, es wäre ein ordentliches Haus. Alkoholtrinker, also. Ich weiß gar nicht, wie ich das meiner Tochter beibringen soll. Ja, so hätte es laufen können. So hätte es laufen können. Stattdessen ist natürlich Alkohol bei uns ja in der gesellschaftlichen Mitte dermaßen etabliert. Es gibt Schlager darüber, zwischen Leber und der Milz. Genau, Sie sagen es. Ne? Und meine Leber ist eine Minibar und einen über den Durst trinken. Ein Prosit, ein Prosit. Genau, eben. Ne? Wochenlang sitzt man dann in Zelten und anderen Festivitäten und ja, wirft sich dem Alkohol entgegen. Alkohol ist ein Kulturgut, so wie Kaffee. Ja, Kaffee kann man trinken und natürlich auch mal, ne, das wärmste Jäckchen ist doch das, genau, das Cognacchen. Das kann man auch mal im Kaffee trinken. Also Alkohol ist eigentlich überall zu kriegen. Wir gießen uns jedes Jahr 9,7 Liter reinen Alkohols ins Hirn und das bringt 74.000 Menschen von uns jedes Jahr um. Ja, mindestens 1,3 Millionen Alkoholabhängige. Und das alles mit dem Segen der Staatsgewalt. Ja, die haben nichts dagegen. Die finden das großartig, im Gegenteil. Bei allen Gelegenheiten wird mal was ausgegossen sozusagen. Ne? Wird da gerne gemacht, alle Festivitäten. Es gibt Wein, es gibt Bier, es gibt auch schon mal ein Schnäpschen. Ja, warum denn nicht? Ja, zum Verdauen. Ganz anders sieht es mit den sogenannten Hanfprodukten aus. Na, ist ja klar, Cannabis. Ja. Jährlich werden 130.000 Menschen angezeigt, entweder wegen Einfuhr oder wegen Handel mit der Substanz. Ohne großen Erfolg übrigens. Also 4 Millionen Menschen in Deutschland kiffen. Also angeblich, es können auch ein paar mehr oder ein paar weniger sein. Und 75 Millionen Europäer haben es mindestens schon einmal getan. Wahrscheinlich sind es mehrere hundert Millionen auf der ganzen Welt, die sich mit Hanf einen Rausch beschaffen. Aber das ist verboten. Cannabis ist verboten. Hm? Der lateinische Name von Hanf ist Cannabis. Warum ist der so viel gefährlicher als Alkohol? Ist der überhaupt gefährlicher als Alkohol? Hanf, also wie gesagt, das lateinische Cannabis ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Das wurde schon immer verwendet für Öle, für Faserbildung, also für Fasern, so für Seile und Stricke und so weiter. Und es wurde aber eben auch schon seit über 4000 Jahren in der Medizin verwendet. Die erste medizinische Nutzung, die stammt, der erste Nachweis stammt aus dem Jahr, habe ich hier, 2700 vor Christus. Unglaublich. Das hat natürlich im Mittelalter dann auch seinen Einzug in die Klostermedizin gehalten. Man wusste von der Wirkung von Cannabis. Und so richtig losgelegt, fast als Allheilmittel, als Allheilschmerzmittel, ist es im 19. Jahrhundert. Es wird empfohlen für Migräne, für Bronchialkrankheiten, für Schlafstörungen. Es hat im 19. Jahrhundert Opium als Schmerzmittel abgelöst. Naja, dann gibt es natürlich noch Cannabisprodukte, die wir alle kennen. Marihuana, das sind die Blüten und Blattteile der weiblichen Pflanze. Und dann ist Haschisch ist ein Konzentrat. Also, wie es so schön heißt, wer Hanf sät, der wird Haschisch ernten. Also, letztlich ist das eine Pflanze, die seit vielen Jahrtausenden der Menschheit etwas gut. Warum ist sie verboten? Naja, man kann natürlich sich mal angucken, was passiert denn, wenn man jetzt regelmäßig Cannabis konsumiert. Also das berühmt-berüchtigte THC, der Cannabis-Wirkstoff,
der unter anderem medizinisch so wirksam ist, also entkrampfend sein kann und so weiter. Denn man riskiert Herz- und Kreislaufprobleme, Lungenerkrankungen, psychotische Schübe und Blackouts. Und wie ist das mit Alkohol? Es gibt unser Körper stellt selber Cannabinoide her, also praktisch Cannabis-ähnliche Stoffe, als Botenstoffe für Schmerz- und Krampfminderung. Der Alkohol ist uns völlig fremd. Das heißt also, wenn wir hier mal so richtig uns hinter die Binde kippen, dann führen wir uns einen Stoff zu, der in unserem Körper überhaupt nichts zu suchen hat. Gar nichts. Und deswegen kann der auch alle Zellen und das Gewebe direkt schädigen. Das ist ziemlich heftig. Eine Alkoholvergiftung kann den Hirnstamm so beeinträchtigen, dass die Atmung aussetzt. Das kann einem mit Cannabis nicht passieren. Also mit anderen Worten, man kann sich zu Tode trinken, aber man kann sich nicht zu Tode kiffen. Es gibt keine Überdosis an Cannabis. Und Alkohol löst nachweislich Krebs aus, also Risiko für Leberkrebs, Speiseröhrenkrebs, Krebs im Mund- und Rachenraum, Darmkrebs und Brustkrebs bei Frauen und so weiter. 10% der Krebserkrankungen bei Männern und 3% bei Frauen gehen auf Alkoholkonsum zurück. Alkohol begünstigt den Bluthochdruck und Schlaganfallrisiko und so weiter. Natürlich, die Leber wird überfordert, wenn man zu viel trinkt und so weiter. Fragt man sich doch, wie kann das sein? Also natürlich darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass der starke Cannabisgenuss für viele, viele Konsumenten der Einstieg in eine Drogenkarriere gewesen ist. Ich will ja auch nicht das Wort reden, dass das Cannabis jetzt legalisiert wird und freigegeben wird. Aber wieso ist es eigentlich verboten worden? Denn man hat ja offenbar bis zum 19. Jahrhundert hatte Cannabis eine gute Presse. Und das Ganze ist also das sogenannte Märchen von einem Herrn Anslinger aus den USA. Da heißt es, angeblich soll der Chef der Prohibitionsbehörde, Harry J. Anslinger, am Ende der Prohibition einen neuen Feind entdeckt haben, damit also seine Behörde weiterhin überhaupt noch Bedeutung hat. Und da hat er sich den Hanf ausgesucht. Und dann hieß es, ja, angeblich wäre die Kunstfaserindustrie, die wäre auch daran interessiert gewesen, dass also das Hanf endlich vom Markt verschwindet, weil ja aus Hanf natürlich eben auch Fasern gemacht werden. Also, nun, das ist alles Quatsch, ist alles eine erfundene Geschichte. Der Mann war nie Chef von dem Bureau of Prohibition. Und er wurde aber 1930 wurde er Chef des Federal Bureau of Narcotics. Also das Büro, das sich mit Narkosemitteln beschäftigt. Ja, Anslinger hat in den 30er Jahren die amerikanische Öffentlichkeit davon überzeugt, dass Haschisch und Marihuana eben so gefährlich ist, dass es unbedingt verboten werden muss. Und er war ja kein Kämpfer er war kein einsamer Kämpfer, sondern es war auch die Gunst der Stunde. Also man war in den USA so weit, dass man diesen Cannabis-Produkten eben überhaupt nicht mehr traute. Kalifornien hatte schon 1907 Cannabis-Produkte, ausgerechnet das heute so kiffende Kalifornien hat Cannabis verboten. Und es ist ja auch interessant, dass die Prohibition, also der Verbot von Alkohol, der war in den USA nicht zu halten. Der hat ja eine Welle von Verbrechen nach sich gezogen, also es ging gar nicht. Aber der Anslinger und seine Mitstreiter, die haben es dann geschafft, den Cannabis zu verbieten. Wenn man sich das mal so anschaut, was Alkohol in Millionen und Abermillionen von uns anrichtet, da muss man sich schon fragen, es ist eigentlich eher die Frage, es ist nicht so sehr die Frage, weshalb Hanf verboten ist und seine ganzen Produkte, also Cannabis verboten ist, sondern weshalb ist Alkohol eigentlich erlaubt? Es ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, ein Zellgift. Kriegt man überall zu kaufen. Also Sprit gibt's im Supermarkt, Alkohol gibt's im Supermarkt, um die Ecke, hier, jetzt gleich. Und Cannabis gibt's nur in der Unterwelt.